Also mein Plan ist noch zweiter Platz zu werden. Irgendwie nach vorne kämpfen. Ja. Oh Gott. Wäre natürlich krass, wenn wir hier erst und zweiter fahren. Da gab es gerade einen kleinen Ruckler. Der Raikön ist an der Box. Ich ziehe vorbei. Heiß Platz 1. Grosjean hat immer noch keinen Bock. Grosjean hat schon rot, okay. Vielleicht ist er auf rot gestartet, keine Ahnung. Warum der. Grosjean fährt immer solche komischen Taktiken. Weil das kann ja nicht sein, dass der so nah hinter mir ist. Also ich habe ihn jetzt ein bisschen abgeschüttelt, aber er war ja... Hab Raikön überholt. Und Raikön hat mich überholt. Läuft. Bin Platz 5. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Geht. Ja, es waren aber noch nicht alle an der Box, also... Ja, irgendwie fahren manche in komische Strategie. Ich glaube, wenn ich Raikön überholt habe gleich, dann bin ich wieder vor allen anderen, die... Und nicht an der Box waren. Die schon an der Box waren. So. Aber naja, hier sind auf jeden Fall Grosjean und Ocon. Die waren auf jeden Fall beide nicht. Ja, und dann bin nur noch ich da. Ja. Ja, und dann bin ich. Ja. Das stimmt. Raikön überholt gleich Ocon und dann holst du beide. Hol ich Raikön und Ocon. Das wäre nice. Ocon ist 10 Sekunden von mir entfernt. Das ist nicht schlecht. Dann bin ich ungefähr 11 Sekunden von dir entfernt. Krass. Fuck, ich habe keine ERS mehr. Ups. Auf der Strecke kann ich das bisher noch nicht gut managen. Ich habe das, wie gesagt, auch im Training gar nicht geguckt, nachgeguckt, bla bla bla. Okay, einer steht auf der Strecke. Der Gelbe, der vorhin langsam war, wahrscheinlich. War einer langsam? Habe ich ja gesagt, ein Gelber ist voll ab vom Schuss, habe ich vorhin gesagt. Und jetzt steht er, ist da ein gelber Sektor und er steht. Oh, du bist Dritter. Ei. Ja. Mega nice. Das ist gut. Und ist immer noch nicht an die Box gegangen, aber Raikön hat ihn jetzt überholt. Ja, Grosjean war ja nicht, Ocon war noch nicht, keine Ahnung. Ja, Grosjean und Ocon waren noch nicht an der Box, ich bin jetzt gerade direkt hinter Grosjean. Okay, der gelbe Typ ist auf jeden Fall despawn. Ich hätte gern gewusst, wer es ist. Entweder Sainz oder... Ja, ja, ich weiß, aber einer, ich würde gern wissen halt wer, ne? Leider kann ich das nicht erfahren. So, ein Drittel des Rennens geschafft. Ordentlich am Schwitzen. Ja, es ist schon anstrengend, vor allem wenn man dann noch überholen muss. Ich habe jetzt keinen vor mir. Das ist echt geil. Ja, ich habe hier ein ziemlich spannendes Rennen. Ja, das glaube ich dir. Wir nehmen das natürlich wieder aus zwei Sichten aus, Leute. Auf, Leute. Wisst ihr Bescheid. Könnt ihr beide Kanäle abchecken, beide Videos abchecken. Bei mir laggt es jetzt auch nicht mehr. Hui. Nebeneinander öffnen oder so. Ist mega geil. Oh, oh fuck, die letzte Kurve. Und es hat schon wieder geklappt. Oh mein Gott, da hat es gerade geleckt. Ja, bei mir auch. Weiß nicht, was das immer ist. Ich hab's gerade gelobt, weil es leckt wirklich. Ja, es leckt einfach nicht mehr. Kann sein, dass Grosjean dich auf. Okay, du bist an ihm vorbei. Aber er hat dich wahrscheinlich bisher ein bisschen aufgehalten. Ja, ein bisschen, aber ja. Auch ein bisschen langsamer, weil ich gerade umgestellt habe, dass mein Flügelschaden repariert wird. Cool, du bist Zweiter. Das gefällt mir. Jetzt musst du nur Abstand zu Grosjean zu gewinnen. Ja, zu Grosjean nicht unbedingt, zu Raikön. Ja, wenn du zu Grosjean Abstand gewinnst, gewinnst du ja quasi auch zu Raikön. Weil er ist ja noch hinter ihm. Vielleicht hält er ihn ja noch ein bisschen auf. Das wäre schön, ja. 12 Sekunden. Man hat auch rote Reifen, das heißt. Ja, vielleicht ist er wirklich auf rot gestartet. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wird aber so sein. Er ist halt wirklich komplett hinter mir gewesen nach dem Boxenstopp. Das ist einfach unmöglich. Wenn er schon an der Box gewesen sein sollte, das. Nee, der war noch nicht an der Box. Das ist mit rot gestartet. Aber dann müsste er ja auch jetzt so gehen. 11, 12. Also. Oh shit, warum bremst? Ich hab da anstatt bremsen, hab ich gerade Gas gedrückt. What the fuck? Komplett durcheinander.
Okay, man merkt aber schon, wir werden beide stabiler, so, ne? Also wir sind ja viel öfter irgendwie in Schlittern gekommen oder rausgeflogen oder was auch immer. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Finde ich ganz angenehm. Ja. Finde ich auch. Boah. Krass, okay. 13,7 Sekunden ist vor mir. Schon einen guten Vorsprung auf jeden Fall. Das stimmt. Wobei meine Box verdammt langsam fährt. 60 oder so, glaube ich. Gibt ja Boxen, wo man 80 fährt oder noch schneller oder 100 oder so. So. Okay, Raikön ist dritter Platz. Ei, das war knapp. Mir darf nichts passieren. Dann ist Raikön dran. 3,4 Sekunden habe ich Abstand. Schaffst du, den hängst du locker ab. Frankreich ist auf jeden Fall nicht meine Lieblingsstrecke. Nee. Ey, diese Kurven sind echt... Aber sie geht. Sie geht schon. Ich muss schon sagen, die ist jetzt keine ultra hässliche oder so. Also Österreich finde ich besser natürlich. Aber ja, also ich würde sagen, dass sie nicht unbedingt besser ist oder schlechter ist als England. So, England ist geil. Also ja, ich finde England nicht geil. Also ich persönlich würde sie vergleichen mit England. England und Frankreich so ungefähr auf einem Niveau für mich. Ja, vergleichbar ist sie, glaube ich, auf jeden Fall mit England. So von der Strecke an sich auch schon, so glaube ich. Hat das auch viel gemeinsam. Also du gewinnst 2 Sekunden oder so pro Runde auf mich. Ja, läuft krass. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 15. Ich fahre aber auch scheiße. Ja, gewinnt den Raikön zu dir oder gewinn nur ich zu dir? Ja, ich glaube, das bleibt, bin mir nicht ganz sicher. Alter, wie kann das sein, dass du... Unglaublich. Was? Leute, ich muss mich erstmal konzentrieren, krasser Scheiß. Fahrer hinter mir. Er hat mir vorgeschlagen, ich soll früher an die Box, habe ich aber keinen Bock drauf. Ich bleib bei meiner Strategie, da weiß ich auf jeden Fall, was ich habe. Alter, ich bin keine einzige Sekunde auf der Ideallinie in dieser Strecke. Ja, wahrscheinlich gewinne ich deswegen Abstand. Das kann gut sein. Ich fahre eigentlich ganz gut. Würde ich jetzt einfach behaupten. Also ist jetzt nicht mega. Ja, wir haben ja auch nicht den krassesten Schwierigkeitsgrad. Na, manche schreiben es in die Kommentare, oh, ich fahre ja viel besser als du. Ja, toll. Fährst ja auch auf 100 oder so, auf 100 Schwierigkeitsgrad. Wir sind ja noch nicht so gut, beide noch nicht. In dieser einen Kurve haut es mir immer ein bisschen raus, das ist nicht so geil. Aber ich fahre eigentlich ganz normal. Ich versuche mich so richtig zu konzentrieren, damit ich. Fahr da hinter mir. Du gewinnst mehrere Sekunden pro Runde auf mich. Das kann. Also, ich meine, ja, mein Frontflügel ist kaputt, aber dass es so viel Auswirkung hat, hätte ich nicht gedacht. Aber offensichtlich schon. Er hat es mir leider nicht gesagt, er hat nur ein bisschen anderen Krampf gelabert, aber das hat er mir nicht gesagt. Da gab es wieder einen Lag. Sonst sagt er ja manchmal, oh, du gewinnst was weiß ich wie viele Sekunden. Aber hat er jetzt nicht gesagt. Naja. Jetzt fängt es wieder an zu laggen, Alter. Du willst mich komplett verarschen. Solange ich meinen zweiten Platz halten kann und dann nachher Box, ist alles wieder gut. Ja, wenn du den zweiten Platz halten kannst, das wäre mega.
Das ist echt, das wäre richtig stark. Wenn wir erst und zweiter werden, Bombe. Das wäre echt richtig krass. Warte, wann ist denn der nächste? Das ist wirklich der Frontflügel. 16 bis 19. Ja, 16 bis 19. Ich gehe in Runde 16. Dann gehe ich halt in 17. Ich lass dir da immer den Vortritt, das ist vielleicht ganz intelligent. Ja, je früher ich den Frontflügel hier repariert bekomme, desto besser. Das stimmt. Also, Raikön gewinnt ja keinen Abstand zu dir, also holt nicht richtig auf. Das ist. Nee, es bleibt alles bei 3 Sekunden. Das Positive. Aber du kommst halt nicht weg, das ist halt das Negative. Mit neuen Frontflügeln sieht das dann ja, wieder anders aus. Das denke ich auch. Dash ist gut. Die Kamera hält noch, bis ich zur Box gehe. Und bei der Box kann ich die dann, wenn ich es wieder nicht vergesse, kann ich die dann da wieder neu starten. Heißt, das ist alles perfekt eigentlich. Mann, es fängt jetzt wieder an zu laggen. Fick dich, Spiel. Hier darf ich nicht so arg bremsen. Ich bremse hier viel zu viel. Hier jetzt gerade zu wenig. Auto, fahr schneller. Oh Gott. Er hat gerade gesagt, meine Reifen sehen noch top aus. Alter. Ah, meine nicht. Raikön hat gerade eine Sekunde aufgeholt. Oh oh. Oh, oh. Alter, ich habe eine Errungenschaft. Errungenschaft. Heller Funke. What the fuck? Ha. Bitte, ich möchte doch nur Zweiter bleiben. Weiter bleiben, ja. Bis zum Boxenstopp. Eigentlich bis zum Ende des Rennens, das wäre ganz geil. Ja, das dann sowieso, ja. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 22. Aber nach dem Boxenstopp werde ich erstmal nicht mehr Zweiter sein. Naja, Zweiter nicht, aber nicht so weit weg, glaube ich. Was werden ja die anderen werden ja safe auch gehen. Ja, ich werde wahrscheinlich auch einer der Ersten sein, der seinen zweiten Boxenstopp macht. Oh, scheiße, ich habe eine 3 Sekunden Strafe bekommen. Was? Warum? Aus Versehen, zu früh eingelenkt. Oh, shit. Auch das Elend noch. Guck mal, hier bremse ich schon wieder viel zu viel. Gas loslassen reicht eigentlich hier auch. Also ich freue mich ja schon auf den Hockenheimring oder wie der heißt. Ja, ist nicht die geilste Strecke eigentlich. Ja, wollte ich gerade sagen, ist eigentlich wahrscheinlich nicht die beste Strecke, aber es ist halt einfach was Neues. Alter, ja, das ist auch was Gott, Neues. Ja, aber ne, deutsches Neues, sage ich jetzt mal. Deutsch. Was hat er gerade gesagt, Alter? Er so, diese Runde, mach Druck! hat er mir gerade durchgegeben. What the fuck will er von mir? Ich komme an die Überrunder dran, ne? Das ist geil. Oh, hat er mir auch gesagt. Echt jetzt? Boxenstopp. What the fuck? Ja. Das hat der Typ, Alter. Schlaganfall oder Herzinfarkt? Okay, hier sind tatsächlich Überrunder, das ist nicht so geil. Wenn ich jetzt in die Box gehen würde, wäre es okay, aber du gehst ja jetzt. Vielleicht hast du genug Vorsprung. Nicht. Nee, ich riskiere es nicht. Am Ende musst du noch warten, das wäre voll dumm. Ja, lieber überhole ich ein, zwei Leute. Also noch, ist an mir dran. Noch bin ich ja nicht in den, bei den Überrundern. Also ich sehe ihn zwar nahe, aber
Vielleicht catche ich ihn erst am Ende der Runde oder so, keine Ahnung. Okay, dann lasse ich die Box wieder für dich frei. Ich hoffe, dass er dich nicht vorher überholt, weil auf der Karte sieht es gerade danach aus. Halten davon ab. Und dann hoffen wir mal, dass du dir deinen Reifen bei der Boxeneinfahrt nicht abfährst. Sondern einfach. Das hoffe ich auch. Sondern einfach wechseln. Oh shit. Das war gerade auch nicht geil, aber passt schon. Einfach wechseln und dann gut weitermachen. Okay, ich bin in der Box. Yo, es leckt. Ui. Okay, Mercedes kommt auch an die Box. Kommen die beide? Sind die Behinder? Nee, oder? Das sieht so auf der Karte doch, so aus. Doch. Glaub auch. Oh, ja, stimmt, es waren beide. Oh, sind die dumm. Ja, einer ist wieder hinter dir und einer steht an der Box. Ja, es waren echt beide. Krass, ich bin Dritter geblieben. Boxenstopp. Boxenstopp. Dritter geblieben trotz Flügelreparatur, okay. Okay, der Überrunder klappt trotzdem. Also ich bin jetzt zwar direkt hinter ihm, aber ich bin jetzt auch fast Startziel. Also alles super, hat alles super funktioniert. Jetzt wird gleich eine richtig krasse Runde gefahren. Nach dieser Runde ja. War ich fett und Van Dochen ist 19. war. Okay, ich hätte ihn jetzt überholen müssen und fahre jetzt an die Box. Witzig. Okay, was ideal, trinken? Das war wirklich ideal. So, mal gucken, ob der ungewollte, mehr oder weniger Undercut gegen Raikön funktioniert. So, Synchro und weiter geht's. Ich denke ja fast Raikön nicht. Nee, ich glaube nicht. Ist nicht gut gefahren bist. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Raikön ist jetzt. Du bist gerade so leise. Du bist also leise. Nicht. Du bist ultra leise. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich hab nichts gemacht. Oh Gott, ich hab irgendwas bestellt. Jetzt muss ich halt schreien! Oh, ich hab einen lila Sektor gefahren. Hörst du mich? Ja. Bist direkt hinter Raikön, ne? Ja. Bin ich jetzt normal laut oder bin ich echt leise? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, dann bin ich leise. Noch ein lila Sektor. Guck mal, mit dem Frontflügel, der auch heile ist, kann man direkt gut fahren. Das ist krass, ne? Dann hau mal hier die schnellste Runde raus. Ja, Raikön wird zu mir wahrscheinlich jetzt beim Überholen versauen. Hab ich jetzt schon aufgehalten. Aber du bist direkt also hinter ihm. Vielleicht. Das ist ja, ich geil. Weiß. Ich Windschatten. Also ich bin Erster. Du bist jetzt hoffentlich bald Zweiter. Dash gut. Komm schon, ich will die schnellste Runde. Oh Gott, war das schlecht. Okay, das wird es wahrscheinlich jetzt doch nicht sein. Außer derjenige, die schnellste Runde hatte. War das, glaube ich? Ich glaube, das war so. Ja, ich glaube, du warst es. Ja. Und, ja, aber nochmal verbessert. So, jetzt wird hier nochmal schnell weitergefahren. Ja, das hört sich gut an. Jetzt kannst du dich wirklich von Raikön absetzen. In der Tat. Das ist richtig geil. Wir müssen einfach nur überleben, das wäre jetzt auch vorteilhaft. Stell dir mal vor, wir verhauen es, weil wir irgendwie rausfliegen. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück.
Das wäre nicht gut. So, also ich habe mein komplettes Benzin verbraucht. Ich habe nur noch 0,03. Okay, das ist aber eigentlich ganz gut. Das ist gut, weil ich schön leicht bin. Und jetzt fahre ich meine Runden bis zum Schluss und... Ich habe noch fast eins. Alles ist gut. Und fast einen Überschuss. Eine Runde. Und komme jetzt hier an den Überrunder. Ui. So, ich bin ja schon fast zwei Runden von Raikön weg. Ich muss insgesamt drei Sekunden weg sein. Minimum. Lieber mehr. Lieber mehr, ja. Deutlich mehr. Hi, Sirotkin. Hast du Bock? Was mache ich hier? Okay, jetzt muss ich 6 Sekunden lang weg sein. Nicht dein Ernst. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Wie schaffst du das? Ich fahre nicht auf der Ideallinie. Der Abstand zum Teamkollegen. Bin schlecht. Einfach schlecht. Alter, ich hasse diese Strecke. Ich hasse Frankreich. Oh, jetzt hat er Shots feiert, Alter. Was eine Kackstrecke. Ja, so müsste ich das eigentlich immer fahren, diese Kurve, mal. Diesmal habe ich die echt gut genommen. Behalte die Lücke zwischen dir und deinem Hintermann einfach so bei. Wir glauben, er hat eine Zeit. Ich habe noch keine einzige Kurve gut genommen heute. Er hat mir gesagt, behalte die Lücke zu dir und deinem Hintermann einfach so bei. Wir glauben, er hat auch eine Zeitstrafe erhalten. Ist geil, ne? Das ist gut, dass wir glauben, dass der andere aus dem gleichen Team eine Zeitstrafe hat. Die darauf nur kommen. Spekulation. Oh, Stroll ist auch hier. Das Team ist anscheinend echt gut. Ich weiß, warum ich so kacke fahre. Meine Pedale sind viel zu weit hinten, merke ich gerade. Ich bin sonst immer ganz anders gefahren. Oh man. Bremst auch nicht gut, deswegen. Das ist der Grund. Aber ich mache keinen Boxenstopp mehr, deswegen kann ich das jetzt nicht korrigieren. Das ist natürlich doof. In der nächsten Kurve einfach komplett abbremsen. Also bisher bleibt unser Abstand, glaube ich, gleich. Da holt gerade keiner auf und es bleibt einfach so. Ich habe jetzt fast die 6 Sekunden auf Raikön. Das ist was zählt. In der Tat. Hier kommen, das finde ich eigentlich ganz praktisch, so einzeln Überrunder. Also kein so geballter Haufen von Fahrern, die nicht fahren können. Sondern tatsächlich einfach so immer so einzeln ein, zwei Leute, die dann immer schön Platz machen. Ich hoffe, ich komme zu keinem. Das ist geil. Aber das kann sogar eigentlich ganz gut sein, oder? Dass ich zu keinem komme. Wir haben ungefähr 30 Sekunden Abstand untereinander. Ah, deswegen. Bei welchem Platz bist du? Jetzt bin ich bei 16, glaube ich. Weil ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, vor mir ist 16 und 15. Und 20 existiert nicht. Also ich habe 2 überrundet bisher. Also müsste das jetzt 16 sein. Ah, ich habe gerade versucht, unauffällig die Pedalen zu verschieben, aber nein, das geht nicht. Eben absolut fest am Boden. Oh, da vorne gibt's Beef. Junge, hat er nicht geschafft? Der wollte ihn hier überholen. Oder hat er doch? Hat er doch geschafft? Tatsächlich, er hat's geschafft. Alter. Der ist ja heftig. Boah, ich hole auf. Eine Sekunde aufgeholt auf dich. Das ist auch nicht schlecht. Und ich hab wieder kein DRS. Ey, was ist das denn? Wir suchen nach einer Lösung. Bleib
bleib auf der Strecke. Das heißt, ich fahre gerade gar nicht so schlecht. Ich bin direkt hinter denen und jetzt habe ich kein DRS. Die wollen mich doch an den verarschen. Auch bedeutet, dass ich schon längst die 6 Sekunden auf Raikön habe. Ja, danke Perez fürs Platz machen. Ja! Fick dich! Ja! Hey! Was passiert? Hey, was ist denn mit dem Typen? Nee! Nee! Was ist? Alter! Er hat Ulte abgebremst und ist auf der Ideallinie geblieben. Ich bin ihm leicht reingefahren. Dann bin ich an ihm vorbeigefahren, hab halt so ein bisschen diesen Curb da mitgenommen. Und dann fährt er mir voll in die Seite rein, obwohl ich die Kurve nicht geschnitten habe. Also ich bin schon weit nach außen gezogen. Fährt er mir ultra in die Seite rein und schiebt mich über die halbe Strecke. Also er hat mich fast gedreht, er hat mich halt länger geschoben als... Ne? Also wenn er mich einmal gedreht hätte und ich mich dann wieder zurückgedreht hätte, wäre es wahrscheinlich von der Zeit genauso viel. Ah. Also ich habe jetzt einen leichten Schaden am Frontflügel und ich wurde von Perez kurz über die Strecke geschoben. Jetzt überholt er mich. Sag mal. Ne. Dieser Typ. Er schiebt mich schon wieder weg. Alter. Pass auf, dass ich hier nicht rankomme. Das ist ja gefährlich an. Junge, ich glaube, ich muss den jetzt irgendwie wegrammen, Alter. Was macht der? Der macht ultra Beef, brutal, Alter. Der macht. Der Junge, was macht der mit mir? Der will mich tot sehen. Das ist ja unglaublich. Der soll sich mal verpissen, Alter. Ich hab den Ultra aufgeholt. Was will der von mir? Ich verliere ultra viel Zeit gerade und mein Frontflügel ist jetzt im Arsch. So ein Wichser, Alter. So unglaublich einfach. Lass dir den Sieg nicht von dem Typ versauen. Nee, ich bin jetzt schon weggekommen von dem, weil er einfach scheiße ist, Alter. Kämpfe nicht mit ihm um die Platzierung. Wollen keinen ausriskieren. Ich finde mein Team geil, Alter. Die haben gerade wieder eine Ansage gemacht. Der Typ hinter dir hat eine Zeitstrafe. Battle dich nicht mit ihm, wir wollen keinen ausriskieren. Also so quasi so, wir gewinnen sowieso gegen den. So klang das gerade. Okay, es kann sein, dass du mich noch aufholst. Nee, so viele. Ich fahr viel schlechter gerade. Ja, aber 30 Sekunden. Ich hab die nächsten Überrunder hier schon wieder. Wenn die genauso eine Scheiße machen, na, dann krieg ich aber richtig das Kotzen, oder? Ich hab zwar 10 Sekunden jetzt aufgeholt, aber es sind halt immer noch 20. Sind noch 20, ja. Okay, krass. Ja, 20 Sekunden sind es noch. Ich würde gerne nochmal meinen zweiten Sieg hier mitnehmen, das wäre eigentlich ganz nice. Würde ich dir auf jeden Fall gönnen. Haben wir beide zwei Siege. Und wir kommen halt echt. Ich hab's halt durch meinen Dreher weggeworfen und so lange mit dem. Ich wusste nicht, dass. Also, ich hab echt nicht damit gerechnet, dass der orangene Frontflügel. Am Anfang hat sich das gar nicht so schlimm angefühlt. Aber. Also, anscheinend. Oh mein Gott, ich hab mich also gedreht. War das mich doch ziemlich schlimm. Gerade extrem. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Auch schon rechts hier, das ist extrem nervig. Fahr hinter mir. Hey, Platz 13 jetzt vor mir. What the fuck, was ist mit den anderen passiert? Naja, don't care. Mann, diese scheiß Pedalen. Aber mir ist das ganz chillig. Manchmal rutschen sie auch weg. Ich wollte mir da nochmal sowas hinmachen. Sind ja gar nicht weggerutscht. Ich hab dir einfach gar nicht drauf geachtet, wie ich die hingestellt. Ich wollte mir einfach was hinmachen mal. Glaube ich zumindest. Dass sie da immer fest einrasten quasi. Fahrer hinter mir. Uiuiui. 7,8 Sekunden. Ja, das ist gar nicht so geil. Ich muss noch ordentlich fahren. Die letzten beiden unten ordentlich fahren, ja. Aber ich habe halt die beiden Spackos jetzt vor mir, die beiden Überrunden. Ja. Hast du sie vor dir, echt? Die halten mich so auf. Hauptsache, du kommst nicht zu Perez. Der macht dich fertig, Alter. Ich kenne überhaupt nichts. Junge, wegen diesem Arschloch habe ich gerade so eine Angst bekommen, dass ich irgendwas verkacke jetzt.
Zum Glück bin ich von dem weg, Alter. Einfach weg. Das war so lächerlich. Rechts. Ich weiß auch, wie auf Bahrain die beiden Mercedes ja, nicht eben, getötet haben das, zusammen. Die Fahrer sind so aggressiv hier, ne? Das ist unglaublich. Vor allem, ich bin über Runde, ich habe ihn aufgeholt, ja. Ich habe ihn aufgeholt von was weiß ich wo. Und dann sieht er es einfach nicht ein, Platz zu machen. Fährt einfach vor mir weiter, bremst auf der Ideallinie wie so ein Bekloppter. Das ist doch voll bescheuert, Alter. Bei oh! Hilfe! Mach keinen Scheiß. Boah. Alter, gerade noch so ausgewichen. Wäre beinahe Alonso reingefahren. Also, das Ding ist, ich will ihn über... Orangenfrontflügel. Sirot gehen, Alter! Ja, über Runder sind. Wehrlein 2.0. Über Runder sind ohne echt zu so ätzend. Wegen dem habe ich ja auch einen Orangenfrontflügel. Aber du musst bloß deine Sekunden halten. Das wird halt nicht einfach, aber mach's bitte. Wir wollen ja einen Doppelsieg. Guck mal, wir sind gerade auf einem guten Weg. Ich hatte vorhin einen Orangenfrontflügel vorne links. Jetzt habe ich ihn vorne rechts. Ja, ich habe ihn vorne rechts. Ja, hinten geht er nicht, aber rechts habe ich ihn, ja. Also rechts finde ich ihn gerade nicht so geil. Also es geht, kann trotzdem noch fahren, aber ich hatte ihn ja nicht links, aber ich finde es nicht angenehm. Ist nicht so mein Traum, muss ich sagen. Ja, stimmt. 9,2 Sekunden. Ja, okay. Er kommt ja noch an die nächsten Überrunder. Wie gesagt, außer du kommst zu Perez, dann ist komplett RIP einfach. Ich habe da 10 Sekunden verloren bei dem. Oder so. Einfach die letzten beiden Runden sauber fahren. Ja, ich habe letzten eineinhalb minus Benzin. Echt? Ja, nur ganz klein. Ich gucke ja die ganze Zeit da drauf. Jetzt habe ich es gerade ein bisschen vergessen. Ja, jetzt bin ich bei plus 0,00. Das ist minus 0,001. Der reicht perfekt, der Sprit. Oder es haben wir gesagt, dass wir jetzt noch Benzin haben für eine Runde. Logischerweise haben wir jetzt nur noch Benzin für eine Runde in der letzten Runde. Was für eine tolle Aussage. Ach, ne? Unser Team hat schon drauf. Ja, Mann. Fahrer hinter mir. Oh shit, da hat's mich fast immer rausge... Ja, wäre jetzt nicht so schlimm, aber... Ja, aber immerhin, ich behalte die schnellste Runde. Krass. Nee, die war es auf jeden Fall. Ich glaube, 2 Sekunden fast schneller als ich. Also meine beste ist 1:38.0. Meine 1:36.2. Ja, das sind fast 2 Sekunden. Krass. Hast du auf jeden Fall reingerackt. Ja, ich bin doch tatsächlich erstaunlicherweise, ganz ehrlich, hatte ich einige gute Runden. Ich hatte erstaunlicherweise. Also, so langsam kann ich die Strecke schon fahren. Ja, also, gut, dass wir nur noch die letzte Runde haben. Ja. Was für denn, also, langsam was für eine Aussage, Alter. Richtig geil. Ja, aber erstaunlicherweise bin ich konstant gut gefahren. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Auf Fett und Hotlap nochmal durchs Ziel. Karierte Flagge. Erster Platz. Yes. Der zweite Sieg. Achtung, hier passiert nochmal was. Ja, ich sehe es. Oh. Ah, den Sound hat man gehört hier vom Reinkrachen. Ja. Jawohl. Sehr stark. Ah. Applaus hier für uns. Eigenlob stinkt, aber wer einfach der Beste ist, ist mal einfach der Beste. Dafür kann ich halt nix. So wurde ich geboren. Nein, Spaß, Leute, das ist ein krasser Spruch. Aber ich bin stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, den Doppelsieg zu fahren. Erste Mal in F1 2018, dass wir Erster und Zweiter sind. Und... Ja, fühlt sich sehr gut an. Mein zweiter Sieg jetzt. Und jetzt kommt Heim Grand Prix. Nächste Folge.
Österreich ist ja der Heimgrand Prix von Red Bull. Jetzt? Das heißt, da ein Doppelsieg ist immer das Größte für Red Bull. Ja, dann streben wir das auf jeden Fall an. Also, zweiter Sieg für mich, du hast auch zwei. So lässt sich das auf jeden Fall sehen. Ich will jetzt nur gucken, wo ich bin. Ich war ja Achter. Bin jetzt echt gespannt, wo ich da auf der Rangliste bin. Beste Zeit, oh, krass, ich hab absolut das 6 Sekunden Strafen, die beste. Da echt, ja, die beste Zeit hast du auf jeden Fall geholt. Sechster bin ich. Zwei Plätze hochgerutscht. Sechster mit ordentlichem Abstand zu Platz 7. Das ist Hülkenberg. Und Perez ist jetzt Platz 8. Dieser Kacker. Warte, wie viel ist Vettel geworden? Keine Ahnung. Wo ist Vettel? Ah, 9. Lol. Was ist mit Vettel? Was ist denn mit Vettel los? Guck mal, der ist auch noch Platz 3. Bottas hat den überholt. Die beiden Finnen sind auf Platz 1. Ja, tatsächlich. Raikön und Bottas. Danach Vettel, dann kommst du auf Platz 4. Du bleibst immer noch auf Platz 20 4. 20 Punkte Abstand von Platz 1 habe ich jetzt. Also ein bisschen verkürzt. Ja, ich habe 40, also 39 habe ich, also fast das Doppelte. Also ich würde gerne noch ein paar Siege fahren. Ne? 14 Punkte nur noch zu Mercedes. Ja, das ist ja geil. Stark. Wie viel Abstand hast du? Zum nächsten, zu Hamilton oder was? Ja, 11. Ja. 11 Punkte. Komm, das will man doch heißt, kriegen, ja. Das können wir. Nächste Folge theoretisch alles schaffen. Gut, Leute, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Freut euch schon mal auf Österreich. Ich freue mich auf jeden Fall. Haut rein. Ciao.